lass mich in Ruhe anteilen und... Willkommen zu einem neuen Part von Undertale. Und ja. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich noch gucken, was bei dieser Treppe ist. Okay, ich kann nicht mehr gucken, was bei dieser Treppe ist. Oh, Schatten. Bitte lass mich in Ruhe anteilen und... Sag nicht, ich muss jetzt den ganzen Weg. Ich schwöre dir, das ist so eine Scheiße. Ah, das kannst du mir doch nicht antun. Noch nicht mal einen Checkpoint dahin zu packen. Ah, ich hasse dich. Oh, da ist ein Checkpoint. Tut mir leid. Boah, ich erschrecke mich auch mal jedes Mal. Oh, Scheiße. Das war jetzt doof. Ach, ich muss einfach gerade auslaufen, nicht doof wie. Ah, Mist. Oh, das funktioniert aber nicht. Hallo? Okay, ich habe mich da ein bisschen doof angestellt, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich geradeaus hätte gehen müssen. Oh. Oh Gott sei Dank. Warum mache ich auch so laute Geräusche? Hallo? Achso. Oh. Ach, wie süß. Ja, Distel, hast du das gesehen? Sie hat mich angefasst. Oh mein Gott. Ich werde niemals wieder mein Gesicht waschen. Mann, bist du unglücklich? Hast du kein Glück? Wenn du nur ein Stückchen zur linken Seite gestanden hättest. Aber keine Sorge. Aber ich bin mir sicher, wir werden sie wiedersehen. Ach, das ist immer wieder niedlich. Oh, speichern. Gibt's wie ein Mauseloch? Yay. Ah, es macht immer wieder Spaß. Squeak! Oh. Ich will der Maus helfen. Der Käse war hier so lange, dass ein magischer Kristall sich darum gewachsen ist. Er steckt am Tisch fest. Oh. Der Typ folgt mir. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber... Der ist immer dort, wo ich bin. Ich denke darüber nach, im Teleskop-Business anzufangen. Aber eigentlich kostet es, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, sehr viel Geld, um das Teleskop zu nutzen. Aber weil ich dich kenne, kannst du es benutzen.
Gerne, danke. Ich nehme diesen netten. Nix. Nix, gar nichts, kein cooles irgendwas, nichts. Einfach nur. Du bist nicht zufrieden? Keine Sorge. Habe ich ein. Oh, ich habe ein blaues Auge! Oder? Ist so. Ich denke mal, dass es ein blaues Auge sein soll, ne? Ich sollte trotzdem mal was hier reintun. Ich habe aber Angst. Ich traue dieser Box nicht. Oh, ich wollte das Manly Bandana eigentlich anziehen, aber. Kann ich es anziehen? C. Ich vergesse immer wieder. Cool. Was ist ein Stern? Kannst du ihn anfassen? Kannst du ihn essen? Kannst du es töten? Bist du ein Stern? Nein, ich bin kein Stern. Oh, das ist voll schön hier. Voll romantisch. Was ist eine Punch-Card? Eine Schlagkarte, keine Ahnung. Info. Brauche ich nicht. Ach nö, ich habe keinen Bock auf dich. Du bist ganz scheiße. Also die erste Blume hat gesagt, hast nicht irgendwelche Wünsche. Und die zweite Blume hat gesagt, also das ist die Aufnahme von einer Konversation von irgendjemandem, der hier vorbeigegangen ist. Nur ein, aber der ist ziemlich dumm. Hi, hier ist Papyrus. Erinnerst du dich, als ich dich gefragt habe über deine Klamotten? Also der Freund, der es wissen wollte. Ihre Meinung über dich ist ziemlich mörderisch. Aber ich glaube, das wusstest du schon. Und weil du es wusstest. Habe ich ihr gesagt, was du mir gesagt hast, was du trägst. Eine Bandage. Weil ich wusste, nach so einer Frage würdest du deine Kleidung ändern. Du bist so ein schlauer Keks.
Auf diese Weise wärst du sicher und ich hätte nicht gelogen. Kein Betrug irgendwo. Mit allen befreundet zu sein ist einfach. Oh, ich hab's aber nicht geändert. Ich bin nicht schlau. Ich weiß nicht so wirklich, wo ich lang gehen soll. Gehen wir da unten weiter. Oh, ich hasse Kämpfe so sehr. Oh, das ist mir alles zu doof hier. Die Power ihrer Sohlen. Ich will immer Sohlen sagen. Ihre Seelen zu nehmen. Das ist alles Papyrus Schuld. Die Power ihrer Seelen zu nehmen. Das ist die Power. Vor denen die Menschen Angst hatten. Echt, das ist. WTF, was ist das? Tentakel! Ach, wie süß! Hey, da. Du. Da. Du da. Ich habe bemerkt, dass du hier bist. Hier. Ich bin Onion-Zahn. Zahn, Onion-Zahn, hier. Was? Eine Zwiebel? Ein Zwiebel-Oktopus. Da, was, Du hast den Wasserfall, besucht, nicht? Es ist toll dort. Du liebst es. Ja, ich auch. Es ist mein großer Favorit. Auch wenn das Wasser ziemlich. Was? Ich muss die ganze Zeit sitzen, aber hey, das ist okay. Das ist besser als in der Stadt zu leben und in einem großen Aquarium. Wie alle meine Freunde. Und das Aquarium ist voll, so, ist sowieso voll. Also, selbst wenn ich wollte, ich. Aber das ist okay. Hörst du? Andal wird alles wieder in Ordnung bringen. Hörst du? Ich werde hier rauskommen, in einem Ozean leben. Hörst du? Hey, du. Das ist das Ende dieses Raumes. Ich werde dich sehen. Okay. Okay. Oh mein Gott. Herz ist stehen geblieben. Oh mein Gott. Ups. Das war jetzt so einfach und trotzdem kriege ich es nicht hin. Oh Gott sei Dank. Ich könnte einen Speicherpunkt gebrauchen. Speicherpunkt irgendwo. Hm.
Na gut, dann nehme ich halt ein Ice Cream. Oh, ich liebe Piano spielen. Oh, ich wünschte, ich könnte Piano spielen, aber kann ich leider nicht. Was? Der Raum im Norden versteckt ein Geheimnis. Ein Mensch kann eine Monsterseele nicht nehmen. Wenn ein Monster stirbt, wird dessen Seele verschwinden. Und es müsste eine unglaubliche Power brauchen, um eine um die Seele aus einem lebenden Monster zu nehmen. Das ist nur eine Ausnahme. Die Seele einer speziellen Spezies von Monstern. Sie nennt sich Bossmonster. Ein Bossmonster, die Seele eines Bossmonsters ist stark genug, um nach dem Tod zu existieren. Auch wenn es nur für ein paar Momente ist. Ein Mensch könnte diese Seele aufnehmen. Aber das ist noch nie passiert. Und jetzt wird es niemals passieren. Eine Statue, die keine Ahnung. Bitte nimm ein was? Ein Regenschirm. Ich nehme einen. Ich glaube, du brauchst den mehr. Den, der Statue ein. Hoch, was? Hoch, rechts, unten, unten, rechts. 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 Was? Hoch, rechts, unten, unten, rechts. Ja! Ich bin gut im Merken.
Oh, ich liebe Piano. Ich muss das, glaube ich. Ich habe eine Gitarre und habe aber nie Gitarre spielen gelernt, weil ich immer zu schnell aufgebe. Aber Piano ist auch so was Schönes. Ah, ich bin so schlimm. Ein legendäres Artefakt. Wirst du es nehmen? Ist das nicht klauen? Oh, ich nehme es mit. Oh, ich trage zu viele Sachen. Warte. Neuen Dog? Was ist das? Ich trage einen Hund mit mir rum. Ein kleiner weißer Hund. Es ist eingeschlafen. Oh, wie süß. Kein Problem, der bleibt in meiner Tasche. Ich brauche die Punchcard eh nicht. Also. Was? Ich trage zu viele Hunde. Du Idiot. Mann, blöder Hund. Nicht du, JJ. Och, die Musik in diesem Spiel ist so wunderschön. Leute. Ja, jedenfalls beende ich den Part hier bei dieser wunderschönen Musik. Wir sehen uns beim nächsten Part und bye!